Naturkultur, Ochsen. Dann ist immer Fahrrad in der Weh, da wo die Leute Urlaub machen an den Dörfern und der Sohr. Haut geidet mal nur Wildingen. Wildingen ist ein der größten Dörfer an der Sohr. Und die Tour fängt unten um Aalen. Saar Winzer Verein. Da ist es noch ruhig. Das ist noch die Traubel, das hätte nicht angefangen. Aber da ist aber auch kein Vergleich, wie wenn bei Traubel ist, wer wie da wie es früher war. Kilometer lang der Traktor gestanden, wo die Leute die Trauben ugeliefert haben. So, da geht es von Hai Richtung Dorf, Wildingen. Die Winzerfeinläden auf der anderen Seite seht. Da stehen die ganz drauf, bitte für die Leute. Kommen die einholen. Und dann fängen sie an. Ich denke, dieses Jahr, Mitte, Ende September, geidet bei der Traubelis und kind aber noch ein bisschen mit Wetter, und wie das sich entwickelt. Die Straße. Die Kind von Bibelhausen. Wo geht dann, ob die Wildinger so abweg? Da links kann man nur Kassen und nur Kunst fahren. Sorbrick, wo Wildingen. Ah, ich bin kurz nach unten. Macht einen Druck. So kann man schön den Altarm nach von der Sohr, so wie die Sohr halt den Ursprung hat. So läuft die noch so. Hier dem Ausbau von der Sohr, da muss man nach vorne nicht weit durch. Von Schulde kommend, der Weh heifahren, auch in Wildingen, durch einen kleinen Tunnel ran. Da ist man dann an Dorf Rackum. Mittlerweile geht da rund im Dorf auch Radweh, kann man sehr schön fahren. Und ich fahre aber bei Heimol in einer Führung durch, an Dorf ran. Wird man auch hier ruhig am Dorf, weil wenig Verkehr, so eine ganz schöne Fahrradstrecke, auch ganz viel genutzt geht, wo man da von Hai aus auch durch Delchi fahren kann, das ist nur Kunst, ja, ganz schön ausgebaut die Radwege. Also nicht vorhin am Bildinger Bäuerhaus. Agang kein viel zu Stroß. Von Heigeide dabei an den Aalen, Dorfkehr, wo wir gehen.
viel Gas in der Building. Hier lädt heute Kirsch für Wildingen. Und eine Besonderheit auch von dem Dorf ist, wie man sieht, die Eisenbahn, die geht mitten durch. Das Dorf hat auch freie Bahn, die war gegen. Von Spray in die Kirsch rum. Die meisten gehen, da finden wir immer noch so eine Sorob. Am anderen Dorf kann man schwingen. Und wir haben hier, das Gebäude ist das Weingut von Volksen, das Ursprungsweingut. Mittlerweile auch genau gebaut. Wilding, Kurve Richtung Bibelhausen. Das ist ein Acker von der Kirche Wildingen. Man kann es, wenn ihr da kennt, aber wenn man die Kirche weiter weg guckt, die hat mehr Kirchturm, Spitzen wie gefühlt mehr wie den Petersdom in Rom. Menschen in Gas, damit richtig Spaß haben, auch zu fahren. Fahren wir noch ein Stück zurück. Das ist auch was Besonderes noch. Ich muss mal kurz zeigen. Hier geht es nämlich in den Stroß. Nennt man so nicht, aber ich zeige mal kurz das Schild. Wenn man das lesen kann, das ist die Stroß in Ägypten. Warum die auch so heißt, das weiß ich noch nicht genau. Aber vielleicht kriege ich das noch raus in der Tour in Wildingen. Was auch hier in Wildingen einmalig ist, ist, da wird nicht viel Dörfer, so viel Herrenhäuser und Weingut oder Gutsherrenhäuser so erhalten und so schön restauriert, so wie ein, oder an der Reigehalk, also wie in Wildingen. Akasen ist was noch so, vorne ich immer noch hin, da fahre ich mich noch Richtung Aale Bahnhof zu Wildingen. Da finden wir hier in der Stroß Ried-Truptor, der eben auch, wo der Saison um S restauriert kann, renoviert kann. Das ist auch bei ein wunderschönes Haus Gebäude gegangen. Da geht es dann alles über die Bahn. Wenn man halt die Stroß weiterführt, findet man nur Kumlingen. Mädchen an der VG Kunz. Da will ich ihn eigentlich auch schon. Allerdings kann man wohl erkennen, der Wildinger Bahnhof, die Haltestellen, auch aktuell im Gebaut, genau barrierefrei. Da sollen ja nur alle Bahnhöfe in der Saar so im barrierefrei im Gebaut werden. Fahre nicht mal Richtung Sportplatz für Wildingen. In der Weno, Kummelingen oder wie sie heuer Wildingen so in Kummeln
Also links die Grundschule und Johanna ist noch in Förderschule und Bosco und gut sagt. Dann komme ich ja gleich herab. Wenn ich noch weiter vorging, komme ich dann an den Kurs, den Bereich für Wildinger Wingerten. Ich war noch am Reihe. Nur kurz ein Abstecher. Zum Sportplatz für Wildingen. Früher ganz erfolgreich. Wildingen ganz allein. Haut nämlich ganz so. Aber immer noch so ein Headlight. Mittlerweile glaube ich mit Emil und Gret nicht zusammen. Und noch einmal ein neuer Kunststraßeplatz gerät. Ganz neu, ist nur noch nicht fertig. Und hat es ja auch durch die Winger gefahren. Heute das war der Wede geht nur Emmel. Nur um uns zu zeigen, sind noch ganz viele Flächen Wingerten. Hey. Schmaneball, das sind die Kurstfläche von Wingerten und der Sohr. Da geht es noch Wildingen im Herd. Wen die das hauptamtlich machen. Und zwei Laren, die sind noch sehr, sehr bekannt. Der Wildinger Schwarzberg oder der Wildinger Rosegurt. Da sind einige verfüllen. Laren, Haiuch, bei Wildingen, weil doch ein Riesendorf ist, kann man da dann die Dimensionen nur ganz kurz erahnen. Wieder zurück aus den Wingerten, neues am Dorf. Und dann ist gleich neues Matten am Dorf. Heiser hat Herzblut renoviert. Das ist ein Dorfplan zu Wildingen, kommt später links. Wie gesagt, auch hier Dorffeste gefeiert werden. Ein Färbehaus. Schöne Platz auch Matten am Dorf. Ja, das sind typisch Dorfstraßen, schien eng. Fahrrad. Mit Fahrrad muss ich dort alles gut fahren. Fast einmal und durch den Dorfkehr gefahren vor Wildingen. Aber ich bin noch ein Zill davon, ich war nach hinten oder zwei Ziller an Wildingen, die auch noch wunderschön sind. Da komme ich schon mein persönlicher Lieblingsplatz an Wildingen. Das ist auch zum Ausgang Richtung Emmel. Kreisstraße Richtung Emmel, da stehen zwei Eichen, uralt, richtig fette Stamm, mit Sicherheit 4, 5, 6 Meter Stammumfang, die Ahn ist noch, sind aber beide, wie man ja erkennen kann, stärker geschädigt, die Ahn hat erinnert, rät schon dicken Pilz am Fuß. Aber wenn man Lars kennt, noch immer noch das
drin in der Stadt. Das ist hier Wegrelzheim, hier Bildstock. Und das ist dann, für mich ist das ein Wildingen, der schönste Platz. Da vorne ist noch ein Bahnplatz, hier noch in Wildingen noch ein schönes Grillhütte, da will ich auch noch hier fahren. Und der Weg herup, da kann man doch lesen, geht da noch zum Krokreiz. Hoffen wir, dass die Bäume noch lang stehen bleiben können. Wir sind ja auch schon vom letzten Ziel der Wildingen. Vielleicht waren wir da kurz erzählt, dass im großen Dorf auch alles zeigen kann. Das ist die Geistbüfer Hütte, die Grillhütte, da werden große Feste gefeiert, 1. Mai, Pappendach. Oder man kann sie auch privat mieten. Typisch Grillhütte. Am riesen Grill. Wenn der Festteil ist, dann ist immer was los. Spielplatz dabei. So, ich war beim letzten Ziel in Wildingen und Heimat dem Bild vom Ergang von der Geisbüfer Hütte in Wildingen. Beende ich ein Video von Natur, Kultur, Ochsen, NRW. Da, wo wir wohnen, wo die anderen Leute Urlaub machen, haut mal in Wildingen. Ich mache wenn noch nicht ganz Schluss. Ich schalte nicht noch 1-2 Minuten ohne Kommentar nochmal mit zurück. Antwort.